Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das natürlich machen. Wir befinden uns hier auf einer kleinen Zwischeninsel, wo wir unser Schiff das erste Mal verbessert haben. Und ich dachte mir, bevor es jetzt weitergeht nach Anticosti, wollte ich hier noch dieses Fragment einsammeln und hier auch diese zwei Zivilisten befreien, die hier bedroht werden, weil die können wir dann für unsere Crew rekrutieren. Und nun ja, ich denke mal, die stehen ja hier eh schon so schön parat. Das heißt, das ist kein Problem. Ihr seid zum richtigen Super. Zeitpunkt eingetroffen. Und damit haben Freund. Wir vier neue Leute für unsere Crew gewonnen. Sprich, es wird einfacher, andere Schiffe zu besetzen. Ist jetzt nicht so, dass wir das nicht alles alleine könnten. Aber hey, der Gedanke zählt und es ist immer schön, eine Crew bei sich zu haben, weil wer möchte schon segeln und ist dabei alleine? Also, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Alleine des Schutzes willen, würde ich immer gerne Leute mit dabei haben. So, sammeln wir hier oben auch noch die Sache ein. Und dann könnte es eigentlich direkt schon weitergehen. Ich glaube, genau, den Aussichtspunkt können wir noch machen. Und dann segeln wir weiter. Darf ich hier durchlaufen? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach mal. Mir wird schon jemand sagen, wenn ich das nicht darf. So. Befindet sich hier aber noch was? Ein Fragment. Hier hinten befindet sich noch eine Truhe. Ja, genau, richtig. Naja, komm schon. Manu. So. Und dann gehe ich mal hier hoch. Zum Aussichtspunkt. Und dann gibt es da unten anscheinend noch eine Schatztruhe. Die will ich mir auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen. So. Synchronisieren. Und wie gesagt, keine Sorge, ich werde ein paar Inseln auch offscreen machen, ganz klar. Ich werde jetzt nicht alle zeigen, ich werde jetzt auch nicht auf jeder Insel direkt hier rumlaufen, aber ich dachte mir, so für den Anfang, da kann man das ja schon gut machen. Später wird es dann auch bestimmt die ein oder andere Sache geben, die ich halt alleine mache. Und ja, irgendwie weiß ich jetzt nicht, warum das hier schief gegangen ist. So. Eieiei. Scheiß Kameraperspektive. Autsch. Aua. Wow. Kollege, pass auf. Können wir uns irgendwie heilen? Autsch. What the hell? Alter, hab ich gerade auf die Fresse bekommen. Oh, Hilfe. Was war denn da los? Autsch. Jetzt ernsthaft? Ach so. Wir sind jetzt... Ach, wir sind jetzt, wir sind sozusagen, halt jetzt wieder außerhalb gestartet. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich will nochmal an Land, weil da gab es ja noch was. Ist ja auch behindert irgendwo. Kriegen wir so voll auf die Fresse. Ich glaub's ja nicht. So. Meine Güte. Ja gut, den Aussichtspunkt habe ich jetzt, wird als, erledigt angezeigt. Aber trotzdem, da haben sie mich aber echt übelst erwischt, auch weil die Kameraperspektive kurz ein bisschen komisch war. War ich da echt in dem Moment konfus. So, jetzt aufs Schiff drauf. Und jetzt können wir gerne, weiter segeln. Aber wow, ja. Auch nur, das wäre auch um eine Erfahrung reicher, aber ich wollte ja gar nicht auch kämpfen. Ich wollte ja gar nicht kämpfen, weil ich ja ganz genau weiß, dass ich jetzt am Anfang noch so schwach bin. Aber ich bin ja in den Heuhaufen gesprungen und wollte den Typen ja eigentlich nur da reinziehen. Aber anscheinend war das so, weil ich in dem Moment reingesprungen bin, wo der Typ gerade da das durchlöchert hat. Ich glaube, genau deswegen, wurde ich dann entdeckt. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. So, was gibt's denn da vorne? Das ist ein Zivilist. Na, da muss ich, glaube ich, hin, oder? Kann das sein? Da kommen die Fischer von Per Se. Achso, nee, das sind auch nur Fischerboote. Sie versenken die Fischerboote. Die glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feiglinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Oh Mann. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Natürlich. Gibt's immer wieder. So, klar versenken wir die Wichser. Kann ja nicht wahr sein, dass sie sowas machen mit uns. So, ich versuche es auf jeden Fall von der Seite viele zu treffen.
Je mehr, desto besser. So. Wenn wir das nämlich schön seitlich regeln, dann haben wir die schnell down. So. Das Schiff haben wir auch. Das kleine Schiff da hinten jetzt auch noch. Oh, haben wir nicht getroffen. Was, wo sind Minen voraus? Ich will in keine Mine fahren. Ja, ich gebe mein Bestes. Dass wir jetzt hier einmal im Kreis fahren. So. Gut, das haben wir. Und jetzt noch das Letzte. Haha. Klasse. Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Ja. Wow. Mann, Mann, Mann. Hat er schon alles für uns herausgefunden. Von wem werden wir denn da angegriffen? So. Erstmal die ganzen Leute aufgesammelt. Salzluft, und das Gut. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Oh, verdammt. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Okay, gut. Und ich sehe gerade... ...und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Oh Mann, ich bin gerade völlig falsch gefahren. Die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemein. Dann habe ich gerade ein wenig die Orientierung verloren. So. Was ist denn da hinten? Eine Fregatte. Die aber schon brennt. Ja, gut. Könnten wir das denn entern? Da will ich jetzt gerade mal hin. Das möchte ich jetzt wissen. Jetzt habe ich irgendwie... Ich gehe zwar gerade gegen den Wind und das ist auch ziemlich doof, aber ich will mal wissen, vielleicht kann man da ja was plündern. Hm. Keine Ahnung. Fast und Top-Segel bergen! Großsegel reffen! Okay, gut. Man kann das also einfach zerstören. Der Wind frischt auf! Okay, gut. Ich habe einfach mal drauf geschossen, weil man es ja nicht entern konnte. Halten, halten! Aber gut. Sollen wir recht sein? Segel setzen. Haben wir es halt vernichtet. So, hier vorne gibt es auch noch was zum Holen. Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Das wäre auf jeden Fall gut. Vorsicht, das ist ein raues Lüftchen, Captain. Wir werden auf jeden Fall Anker setzen. Anker legen. Kann nicht mehr weit sein. Nehmt die Rahen aus. So, super. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Und Hossa. Ich bin zu faul zu warten, bis das Schiff anlegt. Und eieiei, ouch, 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 ouch. Das Schiff schiebt mich an. Hui. So. Gut, so, dann erkunden wir Antikosti mal. Da wird wieder angezeigt, was es hier alles zu tun gibt. So. Ich habe irgendwie die Sorge, dass ich da nicht hin darf. Und ich will nicht direkt hier für Streit sorgen. Gut, ich glaube, ich sorge hier erstmal nicht für Stress. Weil ich will nicht gleich schon wieder auf die Schnauze kriegen. Hier oben, das sammle ich aber. Hier ist ja gerade niemand. Aber ich gehe jetzt nicht dahinter diese Wachen, wo der Schatz ist. Kaum auf den sind angekommen, erstmal bedienen. Nee, so bin ich dann auch nicht. Ich möchte ja nicht überall für Streit sorgen, wo ich hinkomme. Eine gewisse Diskretion muss ja sein. Nun, Louis Joseph. Wie läuft der Pech? So, da oben aber, das hole ich mir. Kommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Überfallt englische Bricks. Die haben fässerweise davon. Oh, Geisel befreien, ohne entdeckt zu werden. Hui. Und ich wäre fast entdeckt worden. Von so einem Schützen. Weit besser als
Gut, super. Ach, da ist der Typ, der mich beinahe entdeckt hat. Gut, den schalten wir aber erstmal aus. So. Ach, der hat mich auch entdeckt, verdammt. So, jetzt nicht mehr. Hihi. Wo bin ich? Kuckuck. Tja, damit ist er überfordert. Ach, natürlich. So, das war's mit dem. Und das finde ich persönlich an Assassin's Creed 3 und Black Flag einfach so viel besser, dass man hier die Option hatte, auch so viele Waffen aufzunehmen und alles. Das fand ich viel, viel besser. In Unity waren sicherlich die Kill-Moves alle ganz geil und keine Frage, aber du hattest halt nicht so viele Möglichkeiten mit den Waffen. Also du konntest halt nur mit dem Schwert eigentlich wirklich kämpfen, du konntest nicht mit den versteckten Klingen kämpfen, etc. pp. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, jetzt sieht er mich da fast. Es ist irgendwie doof. So kann das ja nichts werden. Ah, ich habe eine andere Idee. Ist mir gerade so aufgefallen. Genau, wir können hier auf die Mauer. Und dann, werde ich mich mal nach da oben begeben. Und was können wir hier machen? Ach, da können wir wahrscheinlich runterspringen. Möchte ich aber gar nicht. Okay, da kommen wir jetzt nicht weiter entlang. Hier kommen wir auch nicht weiter. Aber man will, lässt ja nichts unversucht. So, hier kommt man aber hoch. Oh, du blöde Shanty, bleib stehen. Ernsthaft jetzt? Hä? Wo ist das Shanty hin? Ey, das will mich trollen, ne? Dass das jetzt noch da fliegt, oder? Oh, Mann, oh. Das ist jetzt aber gemein. Das war jetzt fies. Das Shanty mobbt mich. Egal, gut, dann hole ich mir jetzt einfach mal den Aussichtspunkt. Oder gibt's hier noch was anderes? Ah, das gab's hier, genau. So. Synchronisieren. Super. Klasse. Gut, jetzt würden wir den auch wahrscheinlich direkt im Heuhaufen landen, um die auszuschalten. Gar nicht so schlecht. Machen wir das einfach mal. Die Kleinigkeiten, die sammle ich dann für mich selber ein. So. Tada. So. Damit haben wir die Pappenheimer auch gerettet. So, nun gut. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal zur Mission. Haben wir die Typen befreit. Hab weitere Crewmitglieder für mich entdeckt. So, das möchte ich mir jetzt aber noch holen. Genau. So, und auf geht's in die gute Stube. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, sowie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er.
Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Alles klar, gut. Mission abgeschlossen, klasse. Und ich hatte übrigens nochmal nachgeschaut in dem letzten Part, den wir hatten, nee, in dem vorletzten, das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir in 40 Sekunden die Trainingseinheit von dem Liam abschließen mussten, das hatten wir eigentlich geschafft. Der hat das nur nicht gewertet. Also, ganz komisch, keine Ahnung wieso, hat er einfach nicht gewertet. Richtig gemein, buhuhu, ich weine. Nee, Spaß, aber ich weiß es wirklich nicht, warum er es nicht gewertet hat. Naja, auf jeden Fall, gut, meine lieben Freunde, ich sehe gerade, wir sind jetzt auch schon wieder bei den 16 Minuten angekommen. Ich denke mal, wir begeben uns jetzt wieder zum Vordereingang, würde ich sagen. Holen uns vielleicht noch das, ja, das Shanty holen wir uns jetzt nicht. Aber ich denke mal, so die restlichen Sachen, die es hier gibt, die werde ich dann selber so ein bisschen holen. Das sind ja alles nur so Truhen und Kleinigkeiten. Also da muss ich das ja jetzt nicht alles mit euch machen. Aber als erstes möchte ich mal wieder rüberfinden. Oder wo müssen wir eigentlich hin? Moment mal, ich gucke jetzt mal auf die Karte. Da vorne liegt unser Schiff, oder? Ich glaube, wir müssen erstmal zu unserem Schiff. Und dann müssen wir hier. Ach, da können wir eine Schnellreise hinmachen. Ach, okay. Alles klar. Ja gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part eine Schnellreise. Vorher geht's aber mal ins kühle Nass. Weil ich mir eigentlich erhofft hatte, dass es hier was gibt. Ja, ja, Shay. Nicht frieren, nicht bibbern, ich bin da. So, ja. Hier gibt es wenigstens eine Truhe. War nicht ganz nutzlos. Und zwei Verbesserungen sind verfügbar. Klasse. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal kurz eine kleine Schnellreise. Nach hier oben, zu einem Aussichtspunkt. So, super, wir stehen hier oben. Alles klar, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im... Nein, komm schon. Du blödes Shanty, komm zu mir zurück. Sei ein braves Shanty, komm zu mir. Komm zu mir, du hast eine kleine Route, die du fliegst, oder? Haha, hab ich dich. Du entwichst mir nicht. Gut, damit haben wir auch das einzige Shanty erwischt, was es hier gibt. Jetzt stellt mich hier gerade noch eine Frage. Hier ist so ein Symbol auf der Karte, was ich nicht ganz identifizieren kann. Höhlenmalerei. Okay. Das möchte ich mir aber nochmal anschauen mit euch. Okay, wir sind desynchronisiert. Ich bin der Beste. Oh, meine Güte. Es ist schon spät abends nach der Arbeit. Ich sollte da echt nicht aufnehmen. Das ist, nicht so gut. Meine Güte. Scheiße. Naja, egal, dann mache ich das jetzt mal offscreen für mich. Naja, auf jeden Fall gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Auch über nette Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part von Assassin's Creed Rogue wieder. Bis dahin, ciao, Leute.